So, meine Lieben, heute erkläre ich euch, wie die Jünger den Heiligen Geist empfingen. Pfingsten und der Heilige Geist. Nach der Wiederauferstehung Jesu zu Ostern empfingen die Jünger 50 Tage später den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt den Zeitgeist dieser Welt erkennen. Das haben die Jünger Jesu, ja sogar auch Petrus, bitter erfahren, dass sie den Verführungen dieser Welt nicht standhalten konnten. Und deshalb verheißt Jesus seinen Jüngern, dass er sie nicht als Weise zurücklässt, ihnen aber einen anderen Beistand senden wird. Das geschah an Pfingsten, 10 Tage nach Jesu Himmelfahrt. Gott sandte seinen Geist, den Heiligen Geist, über die gesamte Jüngerschaft. Der Beginn dieser Verbreitung des christlichen Glaubens stellt somit die Geburtsstunde der christlichen Kirche dar. Die Jünger sieht man oft abgebildet mit Feuerzungen über ihren Köpfen, welches die Erleuchtung durch den Heiligen Geist darstellen soll. Nach Ansicht der Theologen ist der Heilige Geist ein Medium, mit dessen Hilfe Gott sich den Menschen auf der Erde mitteilt. Im übertragenen Sinne ist mit der christlichen Missionierung unter anderem damit gemeint, dass sich die Jünger von Gott aufgefordert fühlten, den christlichen Glauben um den gesamten Erdball zu verbreiten. So haben sie verstanden, dass es ihre Aufgabe war, das Evangelium mit Feuer und Flamme und mit Begeisterung in die Welt zu tragen. Und fortan hat man das Evangelium in viele Fremdsprachen übersetzt. Mit dem Heiligen Geist werden wir an alles erinnert, was Jesus getan und gesagt hat. Er schenkt, stärkt und erhält den Glauben an Jesus, unseren Herrn. Er verleiht auch die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden und den Geist dieser Welt zu erkennen und gegebenenfalls auch abzuweisen. So wird von Pfingsten an bis zum Ende aller Zeit und der Welt der Heilige Geist bei und in der Kirche Christi sein und bleiben. Und mit der Taufe kommt er auch über alle Christen dieser Welt. Denn Gott ist Liebe. In diesem Sinne wünsche ich euch allen schöne Pfingsten. Eure Deria.